Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir zerstören Elden Ring mit, ihr habt schon gesehen, Leandell, der aschenen Hauptstadt. Damit geht es jetzt weiter, nachdem wir die Todesrune aktiviert haben, liegt die Hauptstadt, wie ihr seht, in Schutt und Asche. Und das ist tatsächlich auch das finale Gebiet von Elden Ring. Dementsprechend ist das jetzt auch das letzte Video zur Hauptstory, nenne ich es mal. Es gibt noch zwei Gebiete, die man sich separat angucken kann. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir uns die auch nochmal anschauen. Ansonsten ist das tatsächlich jetzt das Finale. Wenn ihr am Side of Grace ankommt, könnt ihr euch natürlich erstmal hochleveln. Und danach begeben wir uns schon zum ersten Boss. Denn dieses letzte Gebiet besteht im Prinzip aus drei Bossen. Ja, und den ersten Boss, den, da begeben wir uns jetzt erstmal auf den Weg hin. So, nachdem wir jetzt unsere hart verdienten Runen ausgegeben haben, können wir im Prinzip vom Side of Grace aus einmal geradeaus fast schon durchlaufen. Wir müssen nicht da hoch, das habe ich falsch interpretiert. Wir müssen nämlich gleich ein Stück nach rechts ein wenig. Wir müssen im Prinzip jetzt wieder zu dem Punkt, an dem wir auch schon den Morgott bekämpft haben. Das erste Mal hieß er, glaube ich. Genau, da sehen wir nochmal schön den Drachen im Hintergrund. Und jetzt hier ein Stückchen links. Und da vorne links sehen wir schon die Treppe, die wir hochlaufen müssen, tatsächlich, um zum ersten Boss zu gelangen. Dieser erste Boss ist ein Magier im Prinzip. Der kann gefühlt alle Zaubersprüche, die es gibt. Und viele finden ihn sehr nervig, allerdings ist er tatsächlich nur nervig, wenn man beim ersten Mal stirbt. Weil beim ersten Mal wird er noch die ganze Zeit rumlabern. In der Zeit habt ihr noch, ja, könnt euch noch hochbuffen, bis nun geht nicht mehr. Und wenn ihr dann ein zweites Mal reingeht, fängt er im Prinzip direkt an loszuzaubern. Und die Zauber machen schon ordentlich Damage. Dementsprechend, na, versucht, dass ihr ihn beim ersten Mal kriegt, weil beim zweiten Mal wird es deutlich, deutlich schwieriger und bleibt auch die ganze Zeit an ihm dran. Er wird, wie gesagt, die ganze Zeit versuchen, weiter zu zaubern. Und wie schnell man den besiegen kann, das seht ihr im Prinzip jetzt. Imitatoren-Tränenasche aktiviert, Tränke getrunken und ab geht's. Ja, und das war's dann auch für Sir Gideon, the All-Knowing, ne? Im Prinzip, wie gesagt, einfach mal dranbleiben, ihm eine mitgeben, damit er gar nicht erst Zeit hat zum Zaubern. Wenn ihr ihn besiegt habt, dann gebt ihr im Prinzip jetzt erstmal schön die Runen aus und dann geht's auch wieder weiter mit dem Weg zum nächsten Boss. Genau, wir haben hier jetzt die Runen ausgegeben, wobei, halt, ich schaue, glaube ich, nochmal einmal nach. Genau, ich habe mir hier noch eine große Rune reingezogen, um nochmal zu leveln. Einen Moment, gleich geht's dann auch direkt weiter. So, jetzt habe ich aber finally endlich genug aufgelevelt, kann hier jetzt einmal, oder können jetzt im Prinzip ja einmal diese Ranken hoch vom Erdenbaum sind es wahrscheinlich. Der Weg sollte euch bekannt vorkommen. Hier haben wir ja zum ersten Mal dann das Icon von Godfrey bekämpft, ne, seine Geisterform im Prinzip. Und beim letzten Mal ging der Weg jetzt dann zu Morgott. Allerdings, ja, sehen wir jetzt im Prinzip gleich einen alten Bekannten wieder. Hier werden wir auch nicht mehr von der Schwarzklinge angegriffen, ne? Von diesen Assassinen. Der ist ja jetzt kaputt. Genau. Auch hier aktivieren wir einmal das Side of Grace. Und setzen uns auch nochmal kurz hin. Warum, weiß ich tatsächlich gar nicht, aber egal. genau, können dann hier jetzt den Weg zur Arena hochgehen und dann wird uns auch der nächste Kampf gegen, wie gesagt, einen alten Bekannten bevorstehen. Es kommt eine Cutscene, also werde ich jetzt erstmal die Schnute halten. Bis gleich.
long while, Morgott. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Ja, damit beginnt der Kampf gegen Godfrey, den ersten Eldenfürsten. Er wird direkt auf uns zustürmen. Wenn wir ein Stück zurückgehen, können wir dann erstmal unsere Asche beschwören. Ihr müsst aufpassen, seine Axt hat eine ordentliche Reichweite. Er ist auch vergleichsweise schnell für seine Größe, wie es bei den meisten Gegnern in Elden Ring ist. Das heißt, wir buffen uns hier erstmal hoch. Ich kann euch empfehlen, so ein bisschen auf Abstand zu bleiben, beziehungsweise die Aggro zwischen eurem Geist und euch so ein bisschen aufzuteilen. Sprich, wenn der Geist gerade die Aggro vom Gegner gezogen hat, die Aufmerksamkeit, dann greift ihr immer schön von hinten an, haut ihm eure Wellen in den Rücken und ihr seht schon, wir machen ganz guten Damage. Und genau, müsst nur aufpassen, dass natürlich euer Geist nicht zu viel Damage abbekommt. Und jetzt geht schon in die zweite Phase. I've given thee courtesy enough. Now I fight his horror loose. Genau, jetzt greift er mit seinen bloßen Händen an. Passt auf, am Anfang wird er euch grabben. Das macht ordentlich Damage. Generell ist er jetzt nochmal deutlich flinker, deutlich brutaler unterwegs. Ihr seht schon, er macht auch ein paar AOE-Angriffe, also ein paar Flächenangriffe. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Er hat einige sehr lange Kombos und auch wieder verzögerte Kombos natürlich. Dementsprechend auch hier weitestgehend aufpassen, dass er euch nicht grabbt, aufpassen, dass er euch nicht in einer Combo gefangen hält und vor allen Dingen auch bei dem aufpassen, dass ihr nicht von seinen AOE-Angriffen getroffen werdet. Bei dem hier kann man hochspringen zum Beispiel, um auszuweichen. Ja, und hier hat er jetzt unseren Geist einmal gegrabbt. Der kriegt jetzt auch ein bisschen Damage ab. Und genau, hier buffen wir uns einmal hoch noch, er hat nicht mehr viel Leben und machen im Prinzip weiter wie gerade eben auch, greifen immer schön von hinten an, damit er uns gar nicht erst erwischen kann, ne? So, jetzt ist jetzt fast zerlegt. Allerdings, ja, war er als erster dran. Dementsprechend kurzes Outro für Horaloo.
Ja, das war es tatsächlich schon mit Godfrey/Horrorloo. Wir kriegen natürlich auch seine Seele wieder und können uns daraus eine Axt schmieden oder auch einen flächendeckenden Angriff. Ne, nachdem wir ihn besiegt haben, haben wir ordentlich Runen getankt. Ich bin jetzt hier gerade dann nach dem Aufleveln auf Level 101. So als Referenz für euch. Und nachdem wir aufgelevelt haben, können wir jetzt zum finalen Kampf von Elden Ring gehen. Die Wurzeln, die uns vorher abgehalten haben, sind jetzt verbrannt. Wir können jetzt durchgehen zum Refugium von, ja, im Prinzip Radagon. Allerdings ist Radagon nicht der Einzige, dem wir hier begegnen, denn Radagon und ich habe den Namen von der Königin gerade vergessen. Die sind tatsächlich, ja, ich verrate es nicht. Schaut euch einfach die Sequenz an. Ja, Queen Marika und Radagon sind im Prinzip jetzt eine und dieselbe Person mittlerweile. Und die haben auch ein bisschen was drauf. Gerade der Hammer von Radagon, der macht echt Damage, wenn er einen trifft. Na, ihr seht schon. Allerdings lässt er sich auch leicht ablenken, sag ich mal so. Er ist wie so ein Terminator. Er hat immer ein Ziel und rennt dann darauf zu. Das heißt, das können wir auch hier ausnutzen. Mit unserer Asche, mit unserer Geisterasche, da können wir dann im Prinzip mal auch wie bei Godfrey ebenfalls von hinten angreifen. Radagon ist allerdings deutlich schneller nochmal als Godfrey. Dementsprechend müssen wir hier auch ein bisschen mehr drauf aufpassen, dass er uns nicht erwischt. Nach ein, zwei Angriffen haben wir im Prinzip schon wieder die Aggro von Radagon gezogen. Dementsprechend hier so ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Seine Haltung können wir hier auch relativ einfach brechen, vergleichsweise. Vorsicht. Ja, doch, da ist er schon tot. Ne? Macht halt AOE-Angriffe, sein Hammer haut rein, er kann sich über weitere Strecken teleportieren, aber jetzt kommt erstmal der wirklich letzte Boss in Elden Ring. Ja, unser nächster Gegner ist das Elden Beast. Hier können wir direkt hinstürmen mit unserem aufgebufften Schwert. Zwei
Wellen erstmal in den Körper kloppen. Das ist so ziemlich seine Schwachstelle in Anführungsstrichen. Wir können dann nach hinten einmal gehen, denn er wird einen Flammenangriff starten. Ja. Ganz wichtig auch als weitschwingende Angriffe, auch sehr wichtig, macht er auch öfter. Hier haben wir seine Haltung gebrochen, können ihm nochmal eine Welle reinzwirbeln und dann einen kritischen Treffer landen. Ganz wichtig, seid relativ aggressiv bei dem, passt aber auch auf seine weitschwingenden Angriffe und seine Energieangriffe auf. Und das Allerwichtigste, seid ihr ein Heiligschadennutzer, könnt ihr das hier auf jeden Fall schon mal knicken. Es sei denn, ihr habt die Schwarzklinge von Malekith oder auch von den Assassinen der Schwarzen Klinge, weil die machen trotzdem Schaden, selbst wenn es Heiligschaden ist. Ansonsten heilt ihr die Bestie mit heiligen Schaden, ganz wichtig schon mal zu wissen. Und ja, wie gesagt, die Energieangriffe machen mega viel Damage. Er kann, wenn er nach oben fliegt, einen Kreis um euch herum erzeugen, über den ihr drüber springen müsst. Ansonsten wird innerhalb des Kreises eine Explosion erzeugt. Er macht einen Flammenangriff, er macht weitschwingende Angriffe mit seinem Schwert und kann auch Energiewellen mit seinem Schwert schießen. Was hat er noch drauf? Genau. Hier ist er übrigens schon down. Wie gesagt, sehr aggressiv vorgehen. Genau, er kann auch eine Kugel schießen, die die ganze Zeit weitere kleine Energiebälle von sich gibt und euch angreift. Er kann auch Energiestrahlen in den Himmel schießen, die dann auf euch runterprasseln die ganze Zeit. Da könnt ihr aber einfach im Prinzip von wegrennen. Das ist gar kein Problem. Bei dem Ball ist es etwas schwieriger, da müsst ihr teilweise wegrennen, teilweise ausweichen. Bei den Energiewellen könnt ihr im Prinzip einfach in die Energiewellen rein ausweichen, weil ihr habt ja die Invisibility Frames. Und ja, das waren, meine ich, schon die Angriffe, die am wichtigsten sind. Was auch nervig ist, er ist relativ flink wieder in einer anderen Position, weil er sich so ein bisschen teleportieren kann. Da taucht er im Prinzip unter und taucht ganz woanders wieder auf. Da müsst ihr dann im Prinzip auch immer aufpassen, dass ihr die Distanz zum Gegner verringern könnt irgendwie. Ne? Halt immer drauf zurennen, gleichzeitig auf seine Attacken aufpassen. Er hat relativ viel Leben und je länger der Kampf dauert, desto schwieriger wird es, weil halt die Angriffe sehr viel Damage machen. Wenn ihr ihn besiegt habt, habt ihr die Option, halt je nachdem, was ihr gewählt habt, zwischen in unserem Fall Rani oder eben dem echten Ende, wo wir zum Eldenlord werden. Ich habe mich hier natürlich für Rani entschieden. Jetzt halte ich die Klappe. Hier ist die Zwischensequenz. The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal.
Ja, das war tatsächlich das Ende, was ich mir jetzt in dem Fall ausgesucht habe. Elden Ring hat, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Enden. Dementsprechend könnt ihr das Passende für euch aussuchen. Ja, wie gesagt, das war jetzt so im Prinzip das Hauptspiel. Es gibt aber auch noch zwei Gebiete, die man ebenfalls noch besuchen kann. Da könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, vielleicht mache ich auch eine Umfrage, ob ihr den Rest auch noch sehen möchtet. Im Prinzip diese zwei Gebiete. Ja, das war's soweit erstmal von mir für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht bzw. hört sich auch beim nächsten Mal wieder, Freunde. Macht es gut und tschüss.